Hallo Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Hearthstone. Nach der Miete vom letzten Mal habe ich mich entschieden, dieses Mal nicht mein eigenes Deck für den Schamanen zu benutzen, sondern das Starterdeck des Schamanen, in der Hoffnung, dass das ein bisschen besser ausbalanciert ist. Ich bin schon mal gespannt, wie es laufen wird. Hat jemand den Arzt gerufen? Und ja, ich bin gespannt, ob es jetzt besser laufen wird. Dann legen wir einfach mal los. So, den Zug kopiere ich jetzt nicht. Elemente zeigt mir den Weg. Da füge ich ihm lieber 3 Schadenspunkte zu, kassiere in der nächsten Runde dafür 2, die ich dann einfach wieder wegheilen kann. Habe ich, glaube ich, mehr davon. Benachbarte Diener, okay, ich fresse doch 4 Schadenspunkte. Das tat dann schon mehr weh als gedacht. Aber das kann ich jetzt zum Glück alles wegfällen. Da wird es sich jetzt auch ein bisschen verarscht fühlen. Aber egal. So, jetzt muss ich auf jeden Fall schauen, dass ich seinen Schamanen. Ist ja Schamanen, oder? Nein, den Voodoo-Doktor wegbekomme. Genau, jetzt hat man wieder Schaden gemacht. Wildzorn. Ich kann jetzt den weghauen. Den weghauen. Und angreifen. Sehr schön. Diese 3-1 Ansturmviecher haben irgendwie nur eine kurze Halbwertszeit oder Haltbarkeit. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung. Ja, mit dem könnt ihr mich problemlos umhauen. Ich muss sagen, ich will dieses Totem haben. Ein Schuss? Ja, ich sag ja. Die Dinger halten einfach nichts aus. So, jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich das Ding nur noch stehen habe. Und die jetzt zu stark werden. Ich hätte also statt dem direkten Angriff auf ihn doch eher das Totem hier weghauen sollen. Das Dingo. Muss ich jetzt einfach mal auf Verteidigung schalten. Und ja, jetzt kann er an sich meinen Spott da niederreißen. Würde aber dabei seine beiden Charaktere verlieren. So, jetzt verliert er nur noch einen der beiden und 3 Schadenspunkte. Und schön langsam habe ich wieder Angst, dass ich gleich ziemlich in Enge getrieben werde. Und denkste? Geht hinter mir in Deckung. Ja, gerne durch. Gut, da wird er jetzt wahrscheinlich mit dem drüber marschieren. Und dann mit dem wieder direkt angreifen. Und ich muss das scheiß Tote mir wegkriegen. Das macht mich doch fertig. Das Problem ist, alles was ich an Monstern ausspielen schaffe, zerstört er mir gleich wieder. Tretet bei oder sterbt! Ja genau. So hätte ich es jetzt auch gemacht. So, das Totem ist wirklich echt geil. Das will ich haben. Mhm. Brauchbares hat Potenzial. Aber ich glaube, wird mich jetzt einfach mit allem, was er hat, direkt angreifen. Dann fresse ich ihn in der nächsten Runde das Totem und nehme somit schon einiges an Schaden, das er anrichtet. Ui, und ich könnte dann auch gleich Windzorn nutzen. Das ist jetzt ein Scherz. Du heilige Scheiße. Jetzt pushen sich die Totems gegenseitig. Ja, ich muss sagen, jetzt bin ich wirklich in einer ziemlich brenzligen Situation. Weil sogar wenn er einen 1-1er ausspielt, mich ja richtig fickt. Obwohl, ich könnte jetzt so probieren, mich zu retten. Das glaube ich auch nicht so gut ausmachen wird. Ja, verdammt. Das hat jetzt gar nichts geholfen. Ja, das war's, die Runde.
So wirklich warm werden kann ich mit dem Schamanen-Deck noch nicht. Ich glaube wirklich, dass es einfach daran liegt, dass mir dieses Schaden, direkt Schaden schießen, relativ gut gefällt, dass der Magier so stark fokussiert hat. Scheiße. Also das war jetzt wirklich ein heftiger Finish, was der da gemacht hat. Das war's auf die Art. Der Gegner liegt am Boden und bam, ich trete nochmal voll mit voller Wucht in die Eimer. Na gut, dann machen wir uns mal an das nächste Duell. Dieses Mal schaffe ich's. Den Sieg bringen. Ja, der Start hat sich ja schon so richtig schön. Das ist ein perfekter Start. Damit kann ich gar nicht verlieren. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem tun, aber egal. Optimistisch bleiben. Optimistisch. Elemente, zeigt mir den Weg. Das war's. Sich irgendwie mittlerweile zu einer Standarderöffnung mit dem Schamanen etabliert. Ist jemand verletzt? Ich mit der Axt zuschlage und ja, hallo, wer bist du denn? Sieht jetzt mal eine Karte, wenn ein Wiener geheilt wird. Das heißt, es gibt ja zwei Karten? Nein. Na gut, ich muss jetzt an der Karte vorbei. Ein Mana 1-3 mit der Fähigkeit ist schon heftig. Ich werde mal den hier ausspielen. Nein, die Karte behalte ich mir für den Fall der Fälle. Die ist da, was das angeht, zu cool, dass ich sie jetzt gleich am Anfang verpulvere. Jetzt bekommt er wieder eine Karte. Ja, das ist, muss ich sagen, ein heftiger Start. Der kann so relativ schnell viel Karten bekommen und fick dich! Jetzt gibt's keine Karten mehr für dich. Hat sich ausgezogen. Karten meist, meine ich. Ist jemand verletzt? Und da kommt der nächste Kleriker. Ich glaub's ja nicht. Gut. Das hat schon mal Potenzial. Und jetzt sollte ich den wirklich. Nein, ich will ihn nicht verwenden. Also noch nicht jetzt verwenden. Dafür ist er mir einfach zu gut. Auf dem Deck hast du das und fügst eure Hand hinzu. Alter Verwalter, was der da alles an Karten auffährt. Gut, spätestens jetzt werde ich ihn wegschießen. Und jetzt den ausspielen kann und den fresse. So, jetzt sind wenigstens die blöden Kleriker weg, die ihm so ein einfaches Kartenziehen ermöglicht haben. Gib mir den Bogenlichtschlag. Aber der nächste, mit dem er Karten ziehen kann, ist heraus. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Deck basiert darauf, dass er noch und nöcher Karten ziehen kann. Ich meine, den jetzt ausspielen wäre ziemlich blöd. Aber wenn ich den ausspiele, haut er ihn mir gleich um. Ich muss wohl den opfern. Aha, der hat 5 Mana gekostet. Verdammt. Ja. Muss ich wohl so lassen, die Runde. Mann, was der für Karten, wie Karten er auf der Hand hat. Dass man da nicht irgendwie eine Obergrenze hat, die man dann abwerfen muss. Also der ist definitiv von der Skala her kein würdiger Gegner mehr. Also kein würdiger Gegner mehr, sondern ein überlegener Gegner. Das ist ja echt schlimm, was der da auffährt.
und mir da reinwirkt. Nehmt das! Hat jemand den Arzt gerufen? Das Traurige ist jetzt auch, hier wird wohl einiges auf dem Feld, aber alles nur so Sachen, die gleich mal kaputt gehen, wenn ein bisschen Schaden raufkommt. Vor allem die beiden Glaskanonen hier. Natürlich, der muss mir ziemlich auf die Nerven gegangen sein. Weil er damit, ich damit meine Schadensstärke ziemlich erhöht habe. Was das für Karten sind, die er hat, also das ist wirklich. Bin ich ja mehr als nur chancenlos dagegen. Genau! Ich glaube, ich würde als nächstes den Priester angehen. Der ist ja, was seine Karten angeht, ist genial drauf. Ich glaube, das morgige Let's Play werde ich mir mal den Priester genauer anschauen. Bringt mir Stahl! Am Ende eures Zuges einem anderen zufällig befreundeten Diener plus 1 Angriff. Wow. Das einzige praktische am Schamane, muss ich sagen, sind seine Totems, die er immer spawnen kann. Aber wie ihr hier seht, ist das auch momentan nur mehr Verzögerungstaktik, was ich mir damit erkaufe. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ja, solltest du. Und am besten, gib auf, ich werde schon irgendwas Gutes ziehen, um die zu besiegen. Oder auch nicht. Ziemlich aufs Karten ziehen. Wie viele Karten hat er eigentlich noch? 9 Karten und ich habe noch 18 Karten. Nicht mit Zahn an. Ja. Alter Schwede, wie ich hier in die Enge getrieben werde. Das ist ja schon. Das Dingo! Ja! Vor allem hier, ich hätte genug Mana, um was zu machen. Aber ich kann nichts machen. Da nichts lange genug auf dem Feld liegen bleibt, dass ich den mit angreifen könnte. Oh, yeah. Das muss ich sagen, echt frustrierend gerade. Ja, ich meine, dieses Mal wird er meinen Spotter nicht so ohne weiteres wegreißen können, außer er macht so einen Blödsinn. Kappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Ja, toll! Der wird ja so lange halten. Also ich kann im Moment wirklich nur verzögern. Und das war's auch. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh. Palais? Können wir nicht drüber reden? Ja, nein. Oh, Schande. Und bei meinem Glück ziehe ich jetzt in der nächsten Runde kein Monster, sondern einen Zauber, der mir Nüsse bringt. Was habe ich gerade gesagt?
Auftritte hier. Windzorn und Spott. Tiefen in den ergeben kann. Das kann ich nicht tun. Ja. Das war's dann. Die Niederlage kann ich dann wohl nur noch aufnehmen. Ich hoffe, er macht sich mal kurz und schlecht. Also, er spielt noch mit mir. Nein, das war eine Exekution vom Feinsten. Na gut, Leute, wie gesagt, in der nächsten Episode, die wir uns anschauen werden, werde ich mal den Priester ausprobieren. Und wenn es da auch so gar nicht funktioniert, sage ich mal, dann werde ich mir wieder den Magier zu Gemüte führen. Der, muss ich sagen, hat mir bisher ganz gut gefallen. Nicht nur, weil ich damit Duelle auch gewonnen habe, sondern einfach, dass wie viel Schadenszauber die an sich hat. Das Crowd Control ist bei ihm, glaube ich, ein bisschen mehr im Vordergrund, was mir doch mehr liegt als hier beim Schamanen.